Meine Fresse, ist auch eine Begrüßung, oder? Ihr kommt hier an, kein ja. Bier. Wir haben Miss und Mr. Geschick. Wir sind Miss und Mr. Geschick. Das hört man daran, dass ich immer noch am Mikrofon rummache, währenddessen die Leute hier schon Schlange stehen vor uns. Aber mit Betonung auf schick. Ja. Was? Geschick. Ach so. Genau. Während wir hier gerade aufnehmen, ich habe meiner Mutter noch gar nicht gesagt, dass ich wieder da bin. Oh, macht sich jetzt Sorgen. Macht sich Sorgen, ja. Was ist das? Olja. Ja, das ist die nette Zuschauerin aus Sibirien, die ganz gerne mal im Stream dabei ist. Oh, die friert bestimmt beim Zusehen. Sibirien ist das, was ich hier auch gerade fühle, hier in Weimar. Aber ich war gerade im Ausland, wo es so schön warm ist. How do you say in German, Schal? Gibt's da gar nicht. Was da halt wirklich nicht gibt, ist fucking Sunscreen, Alter. Ich bin in die Pharmacia reingegangen, hab gesagt, Sunscreen. Und Sonne, ich so, hier, Creme, hier, Haut, Sun, dumm. Sun Protection oder so. Ach, ja. Shit. Ja, aber ich dachte gerade dann, durch die Touris kennen die halt Sonnencreme eher als Schals und Mützen. Nee, keine Ahnung. Egal was, aber jetzt gerade live läuft, ja, was die Leute, weil wir nehmen ja jetzt hier verspätet auf, aber jetzt gerade läuft die WM. Es steht 2-2. Aber die Fußball-WM, ne, in Katar, von der sprechen wir, oder? Gibt es noch eine andere WM, die jetzt abgefuckt ist? Nö, also bestimmt irgend so eine Frauen-WM, die keinen interessiert, gibt es bestimmt gerade oder so. Also eine richtige, sage ich ja, dann nicht. Okay. Ich habe so einen Clip gesehen auf Instagram, Weitsprung der Blinden, und er springt neben die Grube und tut sich weh. Hat den Sieg nicht kommen sehen. Ja, witzig, aber ich weiß nicht, ob das nur so meme-mäßig wirklich zusammengebaut wurde oder ob es das wirklich gibt. Na, es gibt die Paralympics, vielleicht gibt es ja auch so ein Disziplin für Menschen, die nicht sehen können. Aber das sind ja dann 1 Million verschiedene WMs, die man abhalten müsste, weißt du? Dann musst du Weitsprung für Rollstuhlfahrer auch machen, Weitsprung für Einbeinige. Naja, wenn es die Nachfrage gibt, wenn du irgendwie, da weiß ich nicht, 20 blinde Menschen hast, die Dart spielen, kannst du auch eine Dart-WM machen unter Blinden. Das würde ich mir angucken. Ich mir auch. Werfen die ins Publikum oder so. Dabei entstehen dann die Anwärter für die nächsten Paralympics. Das ist gut. Das ist ein ewiger Kreislauf, befeuert sich selbst. Oder so ein, wie heißt das, so ein Langstreckenlauf für Gehörlose, die den Knall gar nicht hören. Da machen die es bereit und dann geht's gar nicht los. Alter, und bleiben dann das ist richtig gut. Langstreckenraketen sorgt für Langstreckenläufer bei den Paralympics. Okay. Ja. Das zum Geplänke. Wie ist es dir diese Woche ergangen bei minus 10, gefühlt minus 15 Grad? Ich muss kurz nachdenken. Es war furchtbar kalt. Ich habe jetzt inzwischen meine langen Unterhosen wieder an, also Strumpfhosen und so. Habe die Handschuhe ausgepackt, die so fingerlos sind. Muss meine Finger wieder, meine Hände wieder eincremen, weil die immer so trocken sind. Pennerhandschuhe heißen die übrigens. Und ich habe letztens vor der Arbeit sogar meine Mundschutzmaske, Mund-Nasen-Schutzmaske drüber gezogen, weil es so ein Gesicht gezogen und gefroren hat. Nee, weil du so ein Schlafschaf bist. Das auch natürlich, selbstverständlich. Ja. Als Beiwerk. Wobei es gerade voll funny ist, die gleichen Menschen, die vor einem halben Jahr noch gesagt haben, die Masken würden nichts bringen gegen Viren und Bakterien, beschweren sich jetzt, dass alle deswegen so oft krank sind, weil die Masken uns zu sehr vor den Viren geschützt haben. Ah, okay, das weil jetzt unser Immunsystem nicht mehr funktioniert. Genau, was Quatsch ist, weil ein Immunsystem wird nicht trainiert. Aber doch, ein Immunsystem ist ein Muskel, das weiß jeder. Ja, stimmt. Und hat einen Knochen und weiß ich nicht. Das finde ich halt irgendwie lustig. Behaupten, aber es ist halt widersprüchlich. Ich gehe ins Gym und statt Bankdrücken lecke ich die Bank ab. Geil. Trainiere so mein Immunsystem. Ich dachte als Kind, dass Bankdrücken so Bänke umarmen ist, weißt du, dass man so Bänke umarmt. So, ich dachte, dass man sie so drücken muss tatsächlich. Ja, wie bei Treehuggern ist das ja auch so. Wo wir gerade bei unkonventionellen Wörtern sind. Ich würde einmal ganz kurz, bevor wir zu den News kommen, das Wort der Woche küren wollen. Vergessene Worte. Und das ist das erste Mal, seit ich diese Rubrik hier ins Leben gerufen habe, ein Wort, das es nicht gibt. Aber ich habe einen netten Herrn am Berliner Hauptbahnhof getroffen. Er hat eher mich getroffen oder uns und hat
mit seinem Deichmann-Beutel rumgewedelt und da habe ich ihn angesprochen, weil ich auch immer so Billo-Schuhe habe. Und von da an hat er 20 Minuten komplett konstant losgeredet, was nicht alles für Sachen. Auch schwer sexistische Sachen, Tino, das will ich ja gar nicht wiedergeben. Oh, oh. Da würde dein was auch immer alles platzen. Aber da waren Zitate bei und er hat unter anderem das Wort abottern gesagt. Abottern? Ja. Der Feminist Markus... Das Kiosk hier in Braunschweig. Ja. Guck ich mir die Tanten an, die kommen alle aus Bulgarien. Sag ich, guck mal gucken hier, mach mal das Ding auf da. www.schamlippen.com. Gibt's das? Ja. Nee. Ob sie das lohnt hier, Onkel Markus, mal schön reinottern da oder nicht? So, also Onkel Markus will in ihre Schamlippen.com mal reinottern. Also der hatte wirklich einen Way with Words, möchte man meinen. Aber also war halt witzig und ich habe auch, also ich sag's wie es ist, ich habe auch so geredet, dass es aus ihm rauskitzelt einfach, ne? Ich habe ihn affirmiert, könnte man sagen, damit noch mehr von diesen Bängern kommt. Und aber, so ist eine Menge Content entstanden. Aber was ist denn Ottern? Also er meint schon Geschlechtsverkehr, ne? Naja, wahrscheinlich ejakulieren vermutlich am ehesten. Also Otter kommt ja eigentlich aus der schwulen Szene. Mhm, es gibt ja Twins, okay. Das sind halt die Leute, die so bubihaft aussehen, ne? Okay. Dann gibt es die Bären, die großen, kräftigen, behaarten. Es gibt Otter. Und das sind, glaube ich, schlanke... große, unbehaarte Leute oder so. Ich muss vielleicht mal ist ja sein Phallus ein eben solches Leut. Das kann sein. Während Tino googelt, kann ich mal anderen Feministen Markus hier noch abspielen. Das schon auch mal gespachtelt werden, oder? Meinst du, willst du nicht am Kumpel da gebürsten? Nee. So ging das halt in einer Tour. Also das war wirklich voll Assi-Toni auf Wisch bestellt. Boah. Sag ich, du feierst in Ägypten, ich feier dein Geburtstag in Berlin. Entspannung! Weil du hast deinen Wegsorg da. Ich sag, nee, bin katholisch. Und wo geht's bei dir jetzt hin? Jetzt nach Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, jetzt muss ich mit dieser blöden Bimmelbahn fahren und Braunschweig noch anhalten. Ganze Welt ist rund, nur Braunschweig hat eine Kante. Boah, dann guck ich mir die scheiß Fotzen da mal an. Vielleicht mal noch einen kleinen Schnauzenfick da, echt. Ey. So eine Scheiße. Das ist schon sehr problematisch. Ich habe jetzt die lauten Sprachnachrichten mal nicht abgespielt. Er war halt wirklich in der zweiten Minute dabei, dieses oi, 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 ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, von Andreas Caballé, dieses. Ach so, ach, das ist, jetzt verstehe ich auch, warum die das gesagt ich haben, Andreas. Ich und du, nur der Mond schaut. Hula Palu heißt das. Ja, so, furchtbar. Das hat ja, also wirklich, der hat so ein mächtiges Organ, das kommt in der Sprachnachricht gar nicht so rüber, aber der hat diesen ganzen scheiß Bahnhof-Beschall damit. Die Dummen sind immer die lautesten, ne? Es ist so unfassbar gewesen. Otter sind übrigens die behaarte, schlanke Männer. Okay, ja, also da hat er halt einen Otter. Aber abottern, also bei all dem Scheiß, den er gesagt hat, abottern ist noch mit am meisten hängen geblieben. Ist noch auch noch recht human. Und was war das? Das muss ich auch noch mal ganz kurz abspielen, ja. Also da musste ich halt echt lachen. Hast du in die Gruppe gepostet? Ich habe das in die Gruppe gepostet. Okay. Das war halt auch mitten in der Nacht, von daher scheißegal. Ist nicht so wild, aber ich glaube, hier war es. Wo wollte er jetzt hin? Weimar. Kleines Nest zurück. Ein verbimmst du mal, ich habe nicht gelb hier, toll. Immer. Das soll Ossi sein. Ruckzuck ist mein Sohn, ja. Immer. Und wir lösen mit Miroslav Klose. Ja, keine Klingt Ahnung. Klingt wie MCM. Es war auch die falsche, eigentlich ist egal. Ich habe eine gesucht, wo er so sagt, kommst du her, was ist das für eine Begrüßung? Kommst du her, kein Bier. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Und deswegen abordern. Liebe Grüße an den Herrn. Das einschneidendste Erlebnis meiner vergangenen Woche. Der Markus aus Wolfsburg in Berlin. Liebe Grüße. Wenn du uns zuhörst, lass gerne einen Kommentar da. Ich weiß jetzt wieder, wo es war. Bei Breakdance. Komm, einmal noch. Markus, der Breakdancer. Hier, da ist es. Hier gibt es kein Bier mehr. So eine Scheiße hier. So eine abgefuckte Kacke hier. Du. So eine Körperklaus-Wichse hier. Du. Meine Fresse, ist auch eine Begrüßung, oder? Ihr kommt hier an, kein Bier. Richtig. Ihr kommt hier an, kein Bier. Ja. Er benutzt das F-Wort ziemlich inflationär. Es ist kein lupenreiner Demokrat, glaube ich, ja. Es ist kein netter Mensch, er war im Suff, ja. Aber Assi Toni sagt auch ein paar verwerfliche Sachen. Macht das besser? Ich sage. Hitler hat auch schon gesagt. Na, pass auf, es geht darum.
Ich stehe darauf, wenn Momente oder Leute für Momente sorgen, die Tarantino-Skript sind. Und Asitoni, voll Asitoni, die Wahrheit, das könnte einfach, das ist deutscher Tarantino, der das geschrieben hat. Aber der war ja nicht, so war der das war ja auch echt, ne, also Asitoni, der war ja nicht irgendwie gestellt naja, in eine Rolle, es war ja schon. Naja, also, die haben das schon so, ey, wir machen jetzt mal ein Ansagevideo, ne, aber das war nicht geskriptet oder so. Ich habe jetzt so eine Videoreihe gesehen, die hieß How I Accidentally Became a Meme, and that's the story, wo halt die so echt so Memes erklären und auch die Menschen halt einladen, die ihre Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und es ist so interessant teilweise, das kann ich euch echt nur empfehlen. Da muss Asitoni mal hin, meinst du? Nee, ich meine, das ist halt spannend zu wissen, wo das herkommt. Du siehst ja diese Bilder von diesem Payne-Opa und so, irgendwie, wie heißt denn der? Payne-Opa? Ach, der sich hier so festhält. Nee, der Opa, der immer so komisch in die Kamera lächelt, so unauthentisch irgendwie. Ja, mir geht's ja, gut. Ja, ich weiß, gut. Wen du meinst. Und dieses Kind, das halt irgendwie Sand ist und so die Faust erhebt. Das sind alles so Memes, die kennt man, aber man weiß nicht, wo die herkommen. Aber echt, alle, die sie in der Reihe hatten, waren okay, damit es zu Meme geworden ist. Es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, es hat mein Leben zerstört. Dieser Payne-Opa hat tatsächlich gesagt, es war anfangs furchtbar für ihn. Okay. Er hat sich damit arrangiert und findet es inzwischen echt witzig und lustig. Aber die ersten Wochen waren für ihn echt hart. Okay. Kleine Empfehlung für es war, von es mir. War für die Flora, Fauna und Fischra diese Woche auch sehr hart. Und das besprechen wir in den News. Die News der Woche. Was für ein geiler Jingle wieder. Gefällt mir. Ja, hast du es mitbekommen? Aquadrom? Ich war in Berlin und plötzlich platzt da was. Komisch, oder? Ich dachte schon, das kann kein Zufall sein. Entweder waren es die Muslims, ja. Oder es waren die Klimaaktivisten, oder es war Robin. Oh. Anders kann es gar nicht sein. Ja, Fische sind nicht halal. Deswegen mussten die da raus. Der Witz war das Ganze, dass es irgendwie, wohl auch Leute schon kritisiert haben, dass da irgendwie Millionen Kubikliter gefühlt da an Wasser aufgestaut wird. Das sind exakt eine Million Liter gewesen. Was ist denn eigentlich passiert? Ja. Aquadom, Karl-Liebknecht-Straße 3, Berlin-Mitte, das größte zylindrische Aquarium der Welt, in Bestand seit 2003, in der Halle des Radisson Hotels. So unnötig. So. Und da waren 1500 exotische Fische drin und das ging exakt 20 Jahre gut. Und dann, und vermeintlich gibt es wirklich keinen kriminellen Zusammenhang, sondern irgendwie eventuell Fusch oder Abrieb oder was auch immer, aber es wurde vor 2 Jahren erst gewartet, hat es einen Schlag gegeben, mitten in der Nacht im Winter zum Glück, denn da ist wahrscheinlich am wenigsten los überhaupt. Und 1 Million Liter Wasser ergießen sich über ganz Berlin-Mitte, zusammen mit einem Hai, mit exotisch, mit Nemo, mit dem ganzen Gesocks, was da so drumrum, ne? Und Dori auch. Ja, alle. Vielleicht war das so eine Befreiungsaktion von denen, vielleicht. Haben die bald so kommt die Pixar-Verfilmung, meinst du? Ja, wahrscheinlich. In 2 Jahren. Wäre witzig. Nemo findet wieder raus aus Berlin oder so. Ja, und davon hatte ich mir extra die Nachricht von Herr Rodes weitergeleitet, weil da hat er sich nämlich gefreut. Er meinte, die Vorstellung, dass überall in Berlin Mitte jetzt tote exotische Fische rumliegen. Das findet er witzig. Sehr geschmacklos. Ja, ist voll witzig. Naja, aber dass da jetzt dann nach totem Fisch stinkt, ist schon auch ein bisschen witzig. Also sind echt alle gestorben, diese Fische, ne? Die konnten ja, glaube ich, kaum welche retten oder gar keine sogar. Naja, es gab wohl in 1, 2 Fahrstühlen wurden kleine Behältnisse gefunden, wo halt irgendjemand die Fische irgendwie schnell reingetan hat. Aber da das Salzwasserfische sind, was eh schon irgendwie nicht so geil ist, halt Salzwasserfische da in so einem scheiß kleinen Ding. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht so survivable gewesen, diese Situation. Da ist wieder was Dummes passiert, was nicht nötig gewesen wäre. Ich kannte die Kugel auch nicht vorher, aber es gab wohl schon vorher kritische Stimmen, dass es irgendwie unnötig wäre und dumm, aber dass es jetzt platzen würde, das war natürlich jetzt, damit hat keiner gerechnet, glaube ich. Woran lag es eigentlich? War das wegen Temperaturen oder nee, ne? Vielleicht ist da irgendeinem Azubi mal bei der Reparatur irgendwie so ein Nagel runtergefallen und hat so ein kleines Pling gemacht und er so, ey Chef, ich glaube, hier ist ein kleiner Riss. Psst, psst. Oder es gab so einen Riss, dann haben die mit so Panzertape draufgeklebt, einfach batsch. Gab's die Memes, ja. Wird schon halten. Gab's reichlich. Witzig auf jeden Fall. Ja. Das Berliner Highlight nach Markus, der immer abottert. Mit Betonung auf Hai. Ja, witzig. Ein Heilicht. Ich habe auch noch ein Highlight, wenn wir bei der Tierwelt sind. Mhm. Und zwar, es wurde mir gerade eben erst geschickt, das finde ich unheimlich lustig. Und zwar haben Wissenschaftlerinnen entdeckt, dass Schlangen eine Klitoris haben.
Ah, stimmt, das habe ich auch gelesen. Das ist eine echt witzige Meldung. Ja, neun der neun Untersuchten, man könnte auch sagen alle der untersuchten Spezies haben das gehabt oder entdeckt. Und jetzt gibt es halt Wissenschaftler, die sich sehr damit beschäftigten, an Schlangenklitorissen rumzumachen. Quasi. Klitorie. Klitorä. Ja. Das ist noch nicht so weit verbreitet, dass man sowas irgendwie untersucht, und man kann sich auch fragen, wozu. Aber ich finde, alles, was man irgendwie an neuen Erkenntnissen sichern kann, ist doch irgendwie cool. Jedes Tier, was irgendwie stimuliert werden kann, lasse ich so stehen. Fand ich jedenfalls furchtbar witzig. Es ist eine witzige Nachricht. Und irgendwo stand auch noch, dass sie das viele Jahre lang einfach für irgendwie einen Stummel gehalten haben, der sinnlos wäre oder so, irgendwas Dummes. Und jetzt ist wie halt bei menschlichen Klitoris, Frauen. Wie bei Frauen auch, ja. Das auch unnütz ist. Also ja. Wozu ist denn das? Deswegen, wie in Afrika, Schnippschnapp. Die also machen es komplett richtig. Gott, oh Gott. Nächstes Thema, komm, ganz schnell, aber ganz schnell. Ja, also vielleicht werde ich für diese Aussage verklagt. Das tut mir leid, liebe Frauen, bitte spielt an eurer Klitoris rum, bis ihr wund seid. Also ich reite mich noch weiter rein. Nee, bitte macht das. Female-Beschneidung ist nicht gut, Male-Beschneidung aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das Englisch und Deutsch kombiniere. Male-Beschneidung. Wie wäre es, wenn ihr einfach an euren Scheiß-Fenstern nicht irgendwie dran rumschneidet? Egal welches Geschlecht. Oder auch wenn nicht. Ihr erwachsen seid, wollt euch beschneiden lassen. Do it wird nicht empfohlen. Ich würde euch trotzdem noch davon abraten, aber do it. Macht's einfach. Aber bei Kindern ist es immer so eine Sache von, naja, weiß ich nicht, Bruder. Oder ein ganz, ganz großes einfach Nein, Alter. Ja. Und das ist ja auch zurückzuführen auf, also gut, ich weiß nicht, ob es im europäischen Raum auch so ist, aber im amerikanischen Raum ist das ja so krass verbreitet, weil damals der Erfinder von Kellogg's, Kellogg hieß der war irgendwie übelst besessen von Masturbation und hat das Gerücht verbreitet. Teenager. Ja, hat das Gerücht verbreitet. Er war halt wahrscheinlich so ein bisschen Schuldgefühle, ich wichse so oft oder so, keine Ahnung. Hat das Gerücht verbreitet, dass wenn man sich beschneidet, dass dann halt dieser Drang weniger ist und dass das ganz gefährlich ist. Und es war irgendwie so Ich dachte, er war süchtig nach Masturbation oder war. Ja, ja, aber wie das halt so ist. Weißt du, Schwule, die sich nicht raustrauen aus ihrem Klosett, die sagen dann, Schwule sind blöd. Und er, der halt, weißt du? Ach so. Und der hat dann gesagt, hier, könnt ihr euch mal reinlesen. Das ist echt, also, weißt du, in Amerika ist das ja ein viel größeres Ding hier als hier in Deutschland zum Beispiel. Der Erfinder von Kellogg's, habe ich nur mal gelesen, wollte eigentlich eine neue Brotsorte erfinden. Angeblich hat die in den Ofen gepackt und dann ist es halt zerbröselt. Und hat das dann mit Milch übergossen und dann rausgegessen, und so wurde wohl Kellogg's erfunden. Von den Gebrüdern Kellogg. Ich glaube, es waren sogar mehrere als nur einer. Auf jeden Fall gestörter Typ. Gestörter Typ, lasst die Schwänze von euren Fenstern in Ruhe, kann man, glaube ich, so sagen. Wie gesagt, wenn ihr groß seid, also nicht euer Penis, ist egal, wie groß der ist, aber wenn ihr groß seid, erwachsen seid, das kann halt irgendwie was zur Hygiene beitragen, das stimmt, aber man kann auch einfach sich waschen. Es hat kaum Vorteile, wenn man sich beschneidet. Es hat mehr Nachteile. Leute, ich wollte eigentlich so eine geile Überleitung machen, mit dass die Leute, die eine Klitoris haben, mich jetzt verklagen, so wie die Leute verklagt wurden, die NFT-Betrug betrieben haben. Haben sie an mehrere Menschen gleichzeitig das so ein NFT überschrieben? Nein. Schade. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass eine gewisse Genugtuung mich da durchfährt, aber es handelt sich um wirklich sehr, sehr große Namen. Madonna, Justin Bieber, Kevin Hart, Serena Williams, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow. Ich hätte fast alle schon mal gehört, selbst du. Die habe ich alle schon gehört. Warte mal, einen kann ich gerade nicht. Serena Williams, die kenne ich Ahnung, nicht. Keine Ahnung, ist mir scheißegal, irgendeine... Sonst kenne ich alle. Frau. Was machen die denn? Kim Kardashian wurde bereits in der Vergangenheit erfolgreich deswegen verklagt. Und es geht auch hier wieder um das bekannteste Ding. Es tut mir leid, ich juck mich überall, weil ich bin komplett mit Mücken zerstochen. Alter. Das ist so krass, als ich angefangen habe. Das sind Flöhe-Robben, sie ist endlich rein. Nee, es sind wirklich diese Kribbelmücken oder diese neuen, die jetzt durch den Klimawandel herkommen. Danke dafür. Ist echt übelst hart gewesen. Egal. Nosferatu-Mücken. Genau die. Die haben bei den Bored Apes
kennst du ja diese Affen-NFT-Bilder. Ne? Ja. Das ist so das bekannteste, der das größte. Der hat ja auch Monte, ne? Da gab es auch so genau, unter anderem der, und so, vielleicht, Hakenkreuzen und so. Ja, vielleicht wird dem auch endlich mal noch an den Sack gegriffen, was das angeht. Ja, aber ich freue mich so, dass das so, so wie gerechte Strafe, weißt du, die ganzen Celebrities, die unter anderem halt bei Jimmy Fallon in der Late-Night-Show sitzen wie eine Paris Hilton und sagen, oh, jetzt, ich habe ja diese NFT, das ist eine ganz tolle Sache und hier. Ausgedruckt oder was? Und dann halt, da hat sie so dabei und haha, das ist so toll. Und natürlich ist in dem Moment Geld geflossen, dass sie das sagt, aber das wurde zum einen nicht kommuniziert, das ist der eine Teil dessen. Mhm. Und zum anderen, wer hätte es gedacht, wurde das untereinander hin und her verkauft, um quasi künstlich den Preis anzuheben, um einen Bedarf quasi zu generieren. Eine Nachfrage faken, so von wegen, oh, da ist aber viel hin und her. Das muss ich jetzt aber auch haben. Wieso die Feuerwehr, die einfach in die Nachbarstraßen Häuser anzündet, die braucht uns, guckt, es brennt ständig. Exakt das, die Schweine. Und da werden die jetzt hoffentlich schön gemaßregelt. Auch Jimmy Fallon, ich dachte, das ist so ein Gutmensch, so ein Good Guy. Der ist ein richtig nerviger Typ, Alter. Der lacht immer auch richtig künstlich. Ja, also der ist schon relativ skilled so, aber als Moderator ganz, ganz schlimm, finde ich. Ich habe NFTs keine Ahnung. Ich weiß durch Leute in meinem Umfeld so ein bisschen, was das bedeuten soll. Aber ich interessiert mich nicht. Also ich glaube immer noch, dass es sich nicht durchsetzt. Ich glaube es nicht. Ja, und weißt du, warum ich eigentlich diese News hier mit reingenommen habe? Erstens natürlich, um mich süffisant drüber auszulassen. Wie oder geil, um deine NFTs jetzt zu promoten. Genau, passt auf, ich habe nein. Aber ihr könnt mal auf Patreon gehen. da gibt's keinen Scam, ja? Da kauft ihr nicht die Katze im Sack, sondern den Vampir auf Telegram. Ihr könnt sogar Sprachnachrichten von dir kaufen, ne? Das ist richtig. Das ist auch alles immer nur so. Weißt du, das war auch immer nur so, das habe ich mir aus dem Arsch gelagert, weil... Ich will den Leuten ja irgendwas geben. Aber machst du es auch, Sprachnachrichten? Ich habe auch ein, zwei Sachen schon gemacht. Oder mal ein Lied. Ich glaube, bei irgendwie 10 Dings kannst du dir auch ein kurzes Lied wünschen oder sowas. Mhm. Also wenn ihr nicht die 3-Dollar-Donation wollt, um nur in die Telegram-Gruppe zu kommen, könnt ihr natürlich euch da richtig austoben. Ja? Kommt in die Gruppe, Problem. Leute. Rum. Ja, aber nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt, wo gerade quasi dieser große Hype an NFT-Scheiß und so Krypto-Blase ist, na, nicht wirklich am Platzen, aber hat ein tiefes Down gerade, Eloquenz. Wer kommt da und sagt, ich habe eine Big Announcement, ich habe die Biggest Announcement, oh, es wird so geil. Trump oder Elon Musk? Beide werden ein großes Thema diesen Podcast noch sein, es tut mir leid, wir kommen nicht dran vorbei, aber es ist natürlich Trump, ja. Der jetzt, wo die Leute verklagt werden, genau zu diesem Timing, sagt, ich habe eine ganz große Announcement. Alle denken, okay, er kündigt jetzt seinen Vizepräsident an oder irgend sowas. Mhm. Irgendwas Barack Obama. Das wäre witzig. Irgendwas Relevantes. Mhm. Aber nein, Trump kommt mit den schlechtesten NFT-Bildern, die je ein Mensch gesehen hat, daher. Es sind wirklich einfach so richtig schöne Stockfotos und ganz schlecht seinen Kopf drauf geshoppt. Auch so auf die falsche Höhe, dass der Hals viel zu lang aussieht und so. Und dann sind das irgendwelche Astronauten und irgendwelche komischen im Anzug. Eins davon und so. Gesehen, stimmt, ja. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, ob ich hier Bilder davon überhaupt habe, aber ja, hier ist halt eins. Wie man sich so gar keine Mühe machen kann. Es ist wirklich, und hier, das sind halt die Hände von so einem leicht schwarzen. Der ist 5-mal dicker, Trump, als ja, also diese Silhouette auf dem Bild. Es ist so scheiße. $99 für so eine Trump-Card und du besitzt ja nicht wirklich. Ne? Aber sich so gar keine Mühe geben. Ich meine, es gibt ja Leute, die echt dann Kunst machen und die verkaufen als NFT, ja. Ich meine, da könnte ja auch von selbst aus sagen, er malt jetzt sich selbst irgendwie in einem... Der wird da aktiv nichts damit zu tun haben an sich, ne? Oder könnte es ja behaupten, er lässt irgendeinen Vollidioten da Zeichnung machen und behauptet dann, das wäre er gewesen. Ja. Aber das ist doch schon offensichtlich einfach peinlich. Es ist super, super scheiße. Und ich habe da auch jetzt schon mehrere Theorien zu gesehen. Jetzt kommen wir in den... Verschwörungstheorien? Also da gibt es auf jeden Fall für mich die Holzschnecke für diesen Fail. Die Holzschnecke! Also es gibt verschiedene Theorien dazu. Zum einen, dass das quasi so ein bisschen initiiert wurde, um ihn jetzt als lächerlich darzustellen, damit er quasi als Präsidentschaftskandidat komplett rausfällt. Weil... Man kann ihn halt nicht schlecht, also wenn man so sagt, okay, Trump ist ein schlechter Präsident, das ist nicht gut. Dann sagen seine Follower, okay, nee,
Das wissen wir ja. Nee, genau. Dann sagen die, disst nicht mein Homie. Aber wenn er als lächerlich dasteht, dann ist es was anderes. So. Das versuchen sie doch schon seit Jahren, Trump als lächerlich dastehen. Ja, aber jetzt, also Fox News, One American News Network, Breitbart, also die ganzen Rechten, ja, die ganzen, wo du echt sagst, so hier, der Lanzer oder wie heißen diese Magazine, die wir in Deutschland Lanzer, haben? Lanzer, ja. So, oder wenn die selbst die sagen, das ist lächerlich, dann ist was im Argen. Und da wird halt vermutet, dass da so ein bisschen irgendwas dahinter steht, dass vielleicht er von einer Person beraten wurde, die gesagt hat, das wäre eine gute Idee, wenn du das mal machst, so, um quasi ihn von der Bildfläche verschwinden zu haben, weil er wird nicht gewinnen, ziemlich sicher 2024, deswegen will ich ja, dass er antritt, sondern DeSantis, und der ist halt gerade viel favorisierter. So, das ist eine Theorie. Die andere ist, dass das wirklich einfach so sein Ding ist, dass er die letzten Cents aus seinen Supportern rauspressen will, bevor er halt sang- und klanglos untergeht. Oder aber, und das ist halt relativ naheliegend sogar, weil das für viele ein Vorteil ist, auch bei Kunsthandel ist das ja schon so, und deswegen ist ja NFT überhaupt erst so groß geworden, weil man da einfach sehr gut Geld waschen kann. So, wenn da jetzt irgendwelche Saudis oder irgendwelche Russen jetzt mal, ne, wie gesagt, wir befinden uns jetzt im Theoriegebiet. Aber rein theoretisch könnten die das halt erkaufen und ihm Geld geben, ohne dass das irgendwie nachvollziehbar ist. Ja. Er kann das auch selber kaufen, immer wieder theoretisch. Also da kann man schon Tricks machen. Und künstlich halt auch hier, wie bei dem anderen Beispiel davor, die ganzen Celebrities den Preis nach oben treiben. Das wäre im Rahmen des Möglichen. Überleg dir mal, wenn also die Sachen sind übrigens jetzt ausverkauft. Es hieß, ich glaube, 10.000 pro Person maximal an Geldinvestment. Und wie gesagt, eins kostet halt 100. Die sind angeblich alle ausverkauft. Er hat nur eine gewisse Anzahl davon gemindet. Und theoretisch können die ja weiterverkauft werden. Und wenn er jetzt die selber alle gekauft hätte und dadurch den Anschein erweckt, oh, das wollen ganz viele Leute haben, dass jetzt quasi weiterverkaufen wieder, ne? Genau, dass Leute das jetzt teurer einkaufen. So ein Fake-Pyramidensystem. Exakt. So, aber sehr, sehr witzig. Aber ich frage mich immer noch, wie ist das denn mit dem NFT-Bild, wenn du es gekauft hast, wo steht, dass es deins ist? Ich dachte, der Blockchain. Was ist eine Blockchain? Naja, pass auf, du musst dir vorstellen, wie wenn du einen Stern kaufst oder einen Orkan. Ich stell mir mal ganz kurz vor, dass wir jetzt einen Stern kaufen. Ja, aber das gibt's doch. Das ist halt genau der gleiche Schwachsinn. Ach so, das stimmt, ja. So. Nur, dass du, also bei dem Stern kaufen hast du halt einen Zettel, wo dann ein Zertifikat steht und drauf hier Omega-3-YZ heißt jetzt Olaf Gasbrigi. So, hast du jetzt so benannt, hast du gekauft, super geil, ist jetzt deiner. Was weiß ich. Aber das steht ja nur auf einem Zettel. Du hast ja nicht wirklich diesen Stern in deinem Besitz. Ja. So, und hier kaufst du quasi sowas wie eine Lizenz oder eine Internetadresse, die quasi, also ein Bon sozusagen, auf dem steht, du hast dieses JPEG, dieses Bild. Naja, aber auch geil. Sterne kaufen ist auch Quatsch, weil du kaufst nur den Namen in deren Registerdatei, weißt du? Das heißt, es gibt ja tausende von Registern für Sterne. So. Es gibt so welche, die sind... Naja, so wie ich mir quasi... Also in der Blockchain ist halt natürlich einzigartig nachvollziehbar, dass das deins ist, so. Aber so wie ich mir das JPEG einfach auf meinen PC ziehen kann, ja, kann ich auch einfach jetzt eine eigene Agentur gründen und sagen, wir verkaufen jetzt Sterne. Und wir benennen den Stern nach euch, so wenn ihr wollt, aber nur bei uns wird er so benannt. Wenn wir uns unterhalten, reden wir von dem Olaf Gasbrigi-Stern. Ja, genau. Oh, es ist so sinnlos. Ein bisschen vereinfacht, aber im Prinzip ist es das halt so. Und, ja. Ja, es kann sein, dass ich mich irre, dass ich halt auch jetzt schon ein weißer alter Mann bin, der das nicht mehr mitkriegt, aber ich halte das echt für totale Verschwendung. Das musst du halt sehen, wie du möchtest. Also wenn du halt... Wenn du daran Profit machen willst um jeden Preis, dann kannst du das natürlich machen. So, du musst halt nur ein paar Bekloppte finden, die dir das halt teurer abkaufen. Ja, auf der aber Seite. Also, ob man das gut findet, ist halt die nächste Frage. Naja. Meine Meinung. Was auf jeden Fall gut ist, sind die Bilder von Trump. Könnt ihr mal durchscrollen. Die Website ist auch richtig scheiße einfach. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, aber Trump NFT Cards findet ihr schon irgendwas. Einmal durchscrollen und lachen, wie scheiße es einfach aussieht. Apropos lachen, wie scheiße jemand aussieht. Bela B. ist 60 Jahre alt geworden letzte Woche. Naja, aber sieht ja aus wie 60. Aber es sieht sehr alt aus. Auf manchen Fotos, auch der Bierbauch und so. Der ist schon alt geworden. Oliver Bierbauch, das ist auch so ein Fußballer. Genau. Wir davon haben. Ja, ich war mit ein paar Leuten ja in Berlin auf einem Konzert und da meint auch eine Freundin von uns,
dass sie fast enttäuscht war, ihn zu sehen live auf der Bühne, weil das echt sich verändert hat. Und ja, mein Gott, das, mit 60 darf man halt auch alt aussehen. Ja, sie hatte halt so ein Bild von ihm, so der junge Bela Gott so und... Ja, wenn er solche Bilder von sich postet hier, ne? Ja, das sind ja echt sehr alt, die Bilder, teilweise. Aber ey, come on, ey. Aber er ist 60. Wenn man sich da einscheißt mit 60, darf man halt alt aussehen. Das darf man auch, ja. Aber es ist halt ein bisschen alt geworden, die drei. Außer Rott, der sieht immer noch aus wie vor 30 Jahren. Ja, ist ja auch der Jüngste. Ja, trotzdem sieht er noch aus wie 20 oder so. Naja. Jedenfalls Bela B., alles Gute zum 60. Der Ärzte, Schlagzeuger. Das ist sehr gut. Ich wollte ihn noch ganz kurz zitieren. Und zwar, wir haben den Schweinepunk verraten, aber wir haben auch eine Menge Geld dafür bekommen. Mhm. Fand ich großartig. Witzig. Aber danke, Bela B. Muss ich an dieser Stelle sagen, rein musikalisch gesehen ist er wahrscheinlich mein am unliebster Arzt. Tatsächlich. Muss ich auch sagen. Ich bin auch eher so Farin. Kein Hate gegen ihn, das ist ja natürlich Kritik auf hohem Niveau und so, aber... Aber Farin, Rott, Bela ist auch so meine Reihenfolge. Aber war früher auch anders. Also ich habe Rott erst beim Erwachsenen, weißt du, das ist wie dieses, erst fühlst du SpongeBob und je älter du wirst, desto eher fühlst du Thaddäus. Ja, stimmt. Und so ist es, als Kind denkst du dir, ach Rott, was macht der denn? Und dann wirst du immer reifer und denkst, Alter, Rott, was macht der denn? True, aber der hat echt gute Songs gemacht, Rott, muss man sagen. Ja. Die haben alle gute Lieder, ist okay. Alle auf Brille, geht auch steil. Alle auf Brille. So, das ist ja schön, das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Und apropos, was ist denn das Album des Jahres? Was denkst du? Das Album des Jahres, also in Deutschland. Dunkel kam ja nicht dieses Jahr raus, ne? Das ist ja noch von letzten Jahr, oder? Das kam Ende letzten Jahres. Ja, glaube, genau, stimmt. Ja, dann ist das natürlich hier von der Seed-Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja. Der hat noch kein Album gemacht, das ist doch nur eine Single bis jetzt, oder? Nicht? Ich dachte, das ist nur eine Single. Doch, ich glaube schon. Vielleicht ist es noch nicht draußen, aber der macht doch ein Album. Ja, aber das Album des Jahres kann ja kein Album sein, was rauskommt. Ja, wer macht denn so eine Regel? Toll. Kann auch nicht sagen, das Album des Jahres ist jetzt von Bösen Onkels, weil es kommt noch im Dezember. Nein, wenn die Onkels ein Album raushauen, kannst du aber wissen, dass das Album des Jahres ist. Ja, apropos. Ja, das muss ja schon rausgekommen sein, weißt du? Damit man sagen kann, es ist das Album des Jahres. Aber ist das jetzt hier deutsche Sache oder weltweit? In Deutschland. In Deutschland. Also in Deutschland meistverkaufte Album. Nur Verkaufszahlen. Dann ist das wieder irgend so eine Scheiße, Alter. Oh Gott. Andreas Gabalier. Sowas. Ich weiß nicht, ist an mir vorbei. Ihr dürft mitraten, liebe Leute, in den Kommentaren. Wir hatten dieses Jahr ein Lieder gemacht in Deutschland. Es geht an mir vorbei. Aber es ist wahrscheinlich jemand, den ich kenne. Ja. Es ist nicht Falco, der jetzt aus dem Grab nochmal irgendwie ein Best-of gemacht hat oder so ein Scheiß. Nee, gibt's gerade nicht. Okay, ein Glück. ist es eine Gruppe oder eine so? Gruppe, eine Gruppe, die ich gerne eine mag. Eine Gruppe, die es ist. Wen mag ich denn gerne? Als Musikband. Die Ärzte nicht. Doch, die mag ich. Also, aber die sind's nicht. Nee. Hä? Deutsch? Ja, Deutsch. Deutschsprachig. Das sind auch nicht die Toten Hosen. Ach, Rammstein. Rammstein. Natürlich, Rammstein. Ja, Zeit gut. Von okay, Rammstein. Ich konnte da, also es ist sehr offensichtlich, die sind ja international. Ja. Also gut, ich habe jetzt halt wirklich an sehr lokal gedacht, aber Rammstein ist ja... Aber den deutschen Charts halt, ne? Ah, okay, gut, trotzdem. Ja, wir könnten auch die Flippers theoretisch das beste Album haben, auch wenn die keine Platte in Russland verkaufen oder in Amerika. Die Flippers habe ich auch kurz überlegt, aber dann dachte ich, das kann eigentlich nicht sein. Nee, wenn, dann Olaf der Flipper. Okay. Der ist ja jetzt auf steiler Karriere. Okay. Ich bin ja auch ein Fanboy. Ja, Rammstein, herzlichen Glückwunsch. Gehe ich auch mit tatsächlich. Wobei Alligator, oder war es letztes Jahr Alligator? Sind die nicht auch bald mal 60 oder so? Da kann deine Freundin da auch wieder enttäuscht sein. Oh, der Till, der hat Krähenfüße. Die sind auch so Mitte 50, Ende 50 tatsächlich, ja. Die Rammsteiner. Toll. Ja. Was fällt denen ein? Können die nicht mal irgendwie Benjamin Button machen? Können nicht mal jung bleiben. Aber es ist nicht weird zu sagen, dass Bela B 60 geworden ist. Ich meine, als ich Es ist ein bisschen komisch, ja. Aber du musst das mehr am Feeling festmachen. Das verändert sich halt, finde ich auch. Also als ich 15 war, war so ein 60-Jähriger halt einfach so ein Typ, der mit dem Rollator irgendwo langpaced. Ja. Aber ist, also gerade auch mit moderner Medizin und so, ist das halt heute einfach nicht mehr so. Ich meine, guck dir Harrison Ford an, der jetzt einen neuen Indiana Jones macht. Hm. Ich meine, klar, da ist auch viel CGI und so, aber der ist halt 80 und der ist trotzdem noch gut dabei. Unfassbar, der joggt stimmt. rum und so, das ist ein guter Mann. Und die Wahrnehmung verändert sich voll. Ich dachte auch so mit
12, dass man mit 30 halt schon voll alt ist. Jetzt bin ich ja fast 30 und denke mir so, es ist überhaupt nicht alt. Ja. So. Und man ist immer noch genauso dumm wie mit 12. Ja, das ist halt das Problem. Quasi, ne? Quasi. Ja. Erwachsen werden ist, wenn du realisierst, dass alle, die erwachsen sind, eigentlich die erwachsen geworden sind. Noch keine Ahnung haben. Alle. Ja. Alle einfach nur große Kinder sind, die rumlaufen und keinen Plan haben. Also du denkst, als Kind, die Erwachsenen wissen, wo es lang geht, wissen, was sie machen müssen und so, aber nein, die werden auch nur einfach. Die lacken sich auch nur einfach durchs Leben durch. Ist so. Ist so. So, Weisheiten fürs Leben hier bei uns. Weisheiten fürs Leben kann eine andere Person auf jeden Fall sehr gut gebrauchen und du hast ihn bereits angesprochen. Es ist der Euleun Moisk. Wir kommen nicht an ihm vorbei. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, aber es war schon wieder so ein geballter Flatsch diese Woche. Aber er ist ja auch jetzt das Internet, der hat zu großen Teilen. Ich meine, er hat Twitter. Er hat das Internet quasi gekauft, ja. Naja, Twitter ist ja schon so ganz viel Prozent in das Internet und ganz viel Traffic und so. Deswegen gehört er schon in den Brennpunkt dazu. Ja, vielleicht auch manchmal Human Traffic, wenn man die Elon Musk-Bilder zusammen mit Ghislaine Maxwell, die Lebensgefährtin von Epstein, beachtet. Oh. Nicht, dass ich für diese Aussage hier gebannt werde. Egal. Also, folgendermaßen. Es hat angefangen mit Anfang der Woche. Er postet, my pronouns sind prosecute / Fauci. Also als Parodie auf they, them. Haha, witzig. Und Prosecute Fauci, das musst du dir vorstellen, wie, wer ist das deutsche Pendant zu Elon Musk, wenn jetzt, was weiß ich, Dieter Bohlen kauft SchülerVZ und postet auf SchülerVZ. 1:1, ja, klar. Dieter Bohlen kauft SchülerVZ und postet dort, meine Pronomen sind Strafverfolgung / Drosten. Das ist der Vergleich, so. Damit hat es angefangen. Also Fauci ist quasi der ist auch mittlerweile 80, so die große medizinische Ikone, die hat auch damals bei der AIDS-Sache quasi federführend und so weiter. Und der ist natürlich jetzt auch ganz wichtig gewesen bei Covid und ist aber natürlich so ein ganz Schlimmer, der sich verschworen hat und Covid ist eine Lüge und alles ist ganz schlimm und Fauci wollte sich nur dran bereichern und bla 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 bla. Damit hat die Woche angefangen. Das war ja noch gar nichts. Es ging nämlich noch weiter mit Dave Chappelle. Da war er, warum auch witzig, immer, witzig, hab ich auf gesehen. Der Bühne. Also Dave Chappelle hatten wir auch schon öfter jetzt hier thematisiert. Er hatte zuletzt ein Netflix-Special, wo es irgendwie auch einiges um Trans-Jokes und so ging und irgendwie die letzten Jahre halt auch ganz viel. Das ist wichtig für eine Information, die noch kommt. Und der hatte in San Francisco einen Auftritt, hat dort Elon Musk angekündigt als, und hier ist der reichste Mann der Welt, macht Lärm für Elon Musk, so. Was auch schon irgendwie ein komisches Announcement ist. Ist er gar nicht mehr, oder? Ich dachte, er ist jetzt Platz 2. Durch Twitter-Kauf ist er wahrscheinlich auch gerade, weiß ich nicht, das schwankt ja, aber wie genau ist das denn festzumachen? Das ist ja alles an irgendwelchen Aktienanteilen und so, das, also egal. Er kommt auf die Bühne und er wird ausgebuht. Oh. Er wird im großen Stil ausgebuht. Aber warum kündigt man den auch an, als hier kommt, also hier kommt der reichste Mann, das ist irgendwie so. Es ist reaktionär populistisch, das ist das, was bei den Leuten ankommt. Das ist einfach, das ist so dystopisch. So. Hey Leute, klatscht mal, weil hier ist einer, der ist ganz reich. Ja, wie so die Verfilmung von Don't Look Up, weißt du? So ein bisschen, nur die Wirklichkeit ein bisschen. Auf jeden Fall wird er ausgebuht im großen Stil. Nee, es ist tendenziös von dir. Eigentlich haben die Leute, es gab einen, der gebuht hat. Ja. Und die haben alle den ausgebuht, der gebuht hat. Ja. Das ist die Wahrheit. Tut mir leid, das habe ich schon falsch mitbekommen. Ja. Er wurde sehr aufgebuht. Und ich weiß auch gar nicht, was der Plan ist. Der Typ ist kein Comedian. Der hat noch nie Stand-Up gemacht. Der kommt auf diese Bühne. Steht da 5 Minuten da, super awkward, sagt 3 Sätze zwischendrin und Dave Chappelle versucht halt irgendwie das so ein bisschen wieder zu drehen und disst dann dabei seine eigenen Zuschauer. Sagt unter anderem, ja, ich krieg's genau mit, die Buhrufe kommen von den billigen Plätzen. So von wegen, die Leute, die arm sind, die sich nur die billigen Plätze leisten können, die buhen jetzt Elon Musk aus. Das musst du dir mal vorstellen, da bezahlen Leute teuer Geld, um dich live zu sehen. Und dann sagst du zu denen, ja, haha, ihr armen Schweine da auf den billigen Plätzen, ihr seid nichts wert und ihr buht jetzt hier diesen reichen Mann aus. Ja, ist schon ein dummer Joke. Es ist richtig scheiße. Und hinterher hieß es dann halt von Elon, nee, die haben nicht gebuht, das waren 10% Buchrufe, 90% waren positiv. Dann hieß es aber plötzlich wieder, ja, das waren diese ganzen linken, woken Leute. Jetzt kommen wir nämlich die zurück. Zu Dave Chappelle kommen. Genau, jetzt kommen wir nämlich zurück zu Dave Chappelle. Der ist natürlich jetzt kein Right-Winger oder so, aber mit transfeindlichen Witzen
die ich übrigens jetzt nicht so schlimm finde wie du vielleicht, ja, tja, kann man von mir aus machen, aber dazu sagen, okay, dass er jetzt die Zielgruppe von linken, woken Leftists hat, ist halt einfach komplett am Leben vorbei. Und deswegen ist das dahingehend schon mal wieder sehr weird. Es gibt auch diese komische Show auf Amazon Prime, wo Comedians Menschen beibringt, wie man Stand-up macht. Mhm. Und da gab es zum Beispiel Hazel Brugger, hat Karl Lauterbach trainiert und er hat dann ein Stand-up gemacht, sozusagen, vor Leuten. Vielleicht war es ja auch so ein Format, dass Dave Chappelle sich dachte, ich nehme Elon Musk, schule ihn ganz kurz hier zu einem Stand-Up-Comedian. Aber er hat halt gar nichts gesagt. Er hat dann sogar den Satz gesagt, what should I say oder so, what am I supposed to say. Ich weiß echt nicht, was der Plan war, ob die da super cool einfach plaudern wollten und es komplett nach hinten losgegangen durch die Buchrufe oder ob von Anfang an er da halt nichts gesagt hätte. Das Video dazu wurde natürlich auf Twitter gepostet. Und aber war nicht lange da. Die Person, die es gepostet hat, wurde gebannt. Was ist da los, Mr. Free Speech Absolutist? Im Reich der Meinungsfreiheit? Es funktioniert von hinten bis vorne nicht. Was ist da los? Ich verstehe das nicht. Ich kann fast denken, dass solche neurechten Leute irgendwie widersprüchlich wären und eine Doppelmoral hätten. Das gab es auch. Es gab so einen richtigen Hitjob, möchte ich es fast nennen, der so einen riesenlangen Twitter-Thread gemacht hat mit allen Diskrepanzen von Aussagen von ihm, von wegen, hier, Comedy is allowed now und Comedy-Accounts werden gebannt und so. Irgendjemand, der ihn disst und so, alles gebannt. Der ist der reichste Mann der Welt und kann sich trotzdem keine dickere Haut kaufen. Ja. Überleg dir das mal. Ach so. Der tut mir richtig leid. Aber ja, die Videos wurden gelöscht, wie du schon richtig gesagt hast. Na klar. Sehr witzig. Dann ging es aber noch weiter. Und zwar wurden Journalisten auch gebannt. Es ging mal wieder um diesen Flugtracker. Es gab ja ganz lange diesen Account Elon Musk Tracker oder so hieß der, glaube ich. Genau, aber wie war das denn technisch? Also woher wussten die, wo er langfliegt? Weißt du das? Das sind öffentliche Informationen. Das ist nichts Gedoxtes. Es gibt ganz öffentliche Informationen, wo sich jedes Flugzeug gerade auf der Welt befindet. Aber die hast du quasi gesammelt und gezeigt hier. Genau, und diese Person hat einfach diese Information auf Twitter gepostet, die öffentlich einsehbar ist. Ja. Genau, und hat das aber auch zeitverzögert gemacht. Also nicht jetzt in dieser Sekunde ist er da, sondern, weißt du, so zeitverzögert. Und dafür wurde der gebannt. Das gab es ja vor einiger Zeit schon dieses Thema. Jetzt wurden aber auch Journalisten gebannt von wirklich, also renommierten Zeitungen, Washington Post und sowas, die einfach nur darüber berichtet haben. Die haben nicht mal den Link zu der Seite gepostet, die haben ihren Artikel gepostet, wo erwähnt wird, dass es diese Seite gibt. Und die wurden dann gebannt. Dann hat sich die EU eingeklingt und hat gesagt, okay, da gibt es Sanktionen gegen Twitter, wenn das so weitergeht, wenn ihr einfach Journalisten bannt, weil die haben da auch ein Recht drauf. So. Da gab es dann wieder ein großes Hin und Her und da ist das dann resultiert in einem, warte, ich muss gerade nachlesen, ein Space, ein Twitter-Space, also so ein Hangout quasi, Google Hangouts kennt man. So wie das ist noch so ein Zoom-Call, genau. Zoom-Call, ja. So, wo er dann quasi Rede und Antwort stehen sollte vor diesen Journalisten in so einer Art Livestream-Zoom-Konferenz. Und da waren ganz viele dabei. Also ganz viele haben auch irgendwie, da steht dann Speaker und Listener, da waren irgendwie auch 20.000 Leute, die nur zugehört haben, aber halt ein paar, die geredet haben. Und da hat er gesagt, wer doxt, fliegt. Ja, da finde da, da gibt es kein Rütteln dran. Und dann wird aber nachgefragt und sagen so, ey, aber wir haben ja nicht gedoxt, wir haben ja nur einen Artikel über dieses Ding geschrieben. Und da ist er geragequittet, aus diesem Space rausgegangen. Ah, okay. Und hat dann, und es ist völlig absurd, er hat dieses komplette Feature von diesem Spaces oder Space abgeschaltet. So wie so ein kleines, bockiges Kind. Also weil es quasi seine Software. Naja, also der wird dann halt zu irgendeinem Entwickler sagen, hier, dieses Spaces-Ding, mach mal weg. Ich weiß nicht, ob das dann direkt aus dem Quellcode gelöscht wird, wahrscheinlich nicht, sondern einen Knopf drücken, weißt du. Das ist echt so ein Kindergarten-Gehabe. Ich muss dazu sagen, mittlerweile ist es wieder da, aber er ist halt geragequittet und hat dieses Feature abgeschaltet. Das ist, also ich habe da jetzt echt schon so ein bisschen lustig immer drüber berichtet, aber man muss einfach mal direkt sagen, was für ein riesiges Weichei ist das denn, Alter? Ja. Das ist ja unfassbar. Es ist vor allem gruselig. Ich meine, bevor er an die Macht kam, ja, in Anführungsstrichen auf Twitter,
Stellt er sich hin als Meinungsfreiheitsheld, ne? Und ja, auch währenddessen. Wenn ich da bin, dann wird alles anders sein. Alle dürfen ihre Meinung sagen und Parodie werden Freien sein. Komm ist ja an der Macht, in Anführungsstrichen, ja. Werden so viele Menschen wie noch nie geblockt bei Twitter, auch unrechtmäßig. Und es gibt ein Chaos hinter den Kulissen. Und er löscht ganze, weiß ich nicht, wie heißt das, diese Hangout-Dinger. Spaces, ja. Ich habe halt die ähnliche Angst vor der AfD tatsächlich, weil die auch jetzt immer behaupten, dass sie die Verteidiger der Meinungsfreiheit sind und sagen, es dürfen alle machen, was sie wollen, aber man darf eben auch alles sagen. Aber sagen die auch nur so lange, wie sie halt die Entscheidungsmacht darüber haben. Dann suchen sie sich eben doch aus, wer das darf. Und da denke ich eben aus meiner Perspektive, wenn ich manchmal aus meiner linken Bubble raustrete, da vertraue ich den linken Kräften mehr als den rechten Kräften, ich trauen kann. Weißt du? Ja, also das ist schon nochmal was anderes. Was ich, also nicht, und ich gehe da auch mit, das ist immer so, das ist, sieht man am amerikanischen Beispiel, tut mir leid, in Amerika bin ich halt zu Hause, weißt du, Mr. American. How do you say in German? Aber da sieht man das halt noch viel eindeutiger, dass dieses Freedom, aber an jeder Stelle soll der Freedom gekürzt werden. Also hier Abtreibung zum Beispiel. Genau. Ja? Wo hat denn das was mit Freedom zu tun? Ja. So. Also immer nur, wie es einem selbst passt. Genau. Ja. Und gab es auch tausende Beispiele, wo irgendwelche Leute, die Gesetze machen, dann plötzlich, weiß ich nicht, eine lesbische Tochter haben und dann auf einmal sagen sie, ja, vielleicht sollten wir da doch was machen. Mhm. Also nur erst, wenn es sich selbst betrifft. Und das deswegen, ist ja Meinungshoheit, nicht Meinungsfreiheit. Ja. Aber was ich als eher kritisch sehe und gerade auch mit Trump als Gegenbeispiel noch, sollte man sich wirklich ein weiteres Mal so richtig hart hinterfragen, wie gut ist das, wenn eine Person, die so ein fragiles, kleines Ego hat, so viel Macht hat. Ja. Das ist halt einfach, und es ist ja so, der hat ja das an so vielen Beispielen jetzt schon gezeigt, dass er die Twitter-Regeln wirklich nach seinen Gefühlen macht und nicht nach irgendwelchen wirklich festen Richtlinien. Das ist so schwachsinnig. Es ist halt eine harte Opinion von mir, aber ich muss echt sagen, bei Dingen, die so groß sind wie Facebook oder Twitter, da finde ich es echt fast eine Überlegung wert, mal zu debattieren, ob man solche Sachen nicht verstaatlicht. Ja, also, dass der Staat da viel mehr Handhabe hat und auch sagen kann, hier so einzelne reiche Dudis können nicht bestimmen, wer hier in dem großen Meinungstraffic stattfinden darf und wer nicht. Ja, weil es ja wie so ein öffentlicher Marktplatz ist. Ja, früher haben die halt auf dem Marktplatz gestanden und haben halt irgendwelche Sachen gerufen. Ja. Heute hast du halt Twitter und Instagram und so. Ja, es ist ja es ist ja die Öffentlichkeit de facto. Es ist die Öffentlichkeit geworden und ich muss echt sagen, wenn Dinge zu groß werden, fände ich es gar nicht verkehrt, wenn man da sagt, hier, ihr grenzt an der Monopolstellung und habt die quasi inne, jetzt ist es halt kein Privatunternehmen mehr, jetzt ist es halt eine Mischform oder weiß ich nicht, aber so geht es halt nicht. Ja, es ist schwierig, es ist, vielleicht wird es auch irgendwann noch zerschlagen oder so, aber es ist natürlich schwierig, ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, wir nehmen das jetzt einfach, es ist halt tricky, aber das so zu behandeln wie einen öffentlichen Raum, wäre ja in Ordnung, weil dann hast du das, dass Dinge einfach nicht gehen, wie Gewaltandrohung oder sowas oder Doxing halt theoretisch auch, muss ich gleich auch noch einen Satz zu sagen, aber trotzdem hast du halt dieses Meinungsfreiheit-Ding und kannst dich dann aber auch auf geltendes Recht berufen. Und dann gibt es nicht dieses schwammige, okay, ist das jetzt hier, wenn ein Journalist einen Artikel postet, der zu irgendwas führt, ist das Doxing? Wobei, es ist ja nicht mal Doxing. Sein scheiß Flugtracker, das ist kein Doxing, weil das ist bereits öffentliche Information. Genau. Ja. So, was das noch viel absurder macht, ist, dass er kurz danach ein Video postet von einem Typen in einem Auto, der ihn wahrscheinlich irgendwie gedisst hat oder so, und dann seine 120 Millionen Follower, wer weiß, wie viele Bots davon, aber egal, fragt, kennt ihr diese Person oder kennt ihr dieses Auto? Hat auch das Nummernschild gefilmt und lädt das hoch. Vielleicht hat er es nicht selber gefilmt, weiß ich nicht genau, aber veröffentlicht aber das halt. Ja, ja. Er hat nicht gedoxt, er hat nicht gedoxt, er hat nur das Kennzeichen gezeigt und Leute zum Doxen aufgerufen. Das ist was ganz anderes. Ach, stimmt, in den USA ist es ja mit dem Kennzeichen nicht wie hier, dass man irgendwie ablesen kann, wo man herkommt und es ist ja irgendwie relativ frei, ne? Weiß ich nicht genau, wie das ist, aber selbst wenn das nicht eindeutig zuordnenbar ist, es ruft halt dazu auf, dass Leute sagen, hier, das ist Olaf Gasprigi von nebenan. Ja, aus Kansas City. Ja. Ja, stimmt. Ja, also ganz, ganz, ganz wilde Sache. Aber jetzt haben wir echt ganz viel Trump und Elon, vielleicht wollen wir noch ein paar kleine lustige Sachen oder so. Ich kann mal schauen, was ich bei mir habe. In Deutschland gab es Windkraft oder so, da gab es so eine virale Karte, habe ich gesehen. Echt? Ja, Anfang der Woche war doch so, dass in Bayern, glaube ich, gibt es doch die neue Regelung, dass die Windräder
die dürfen nur, oh, es ist gerade Halbwissen, ich habe gehofft, du weißt so, das. Ach so, ja, doch. Dass sie nur 2000 Meter von Gebäuden entfernt stehen dürfen. Das hat auch die CSU lange Zeit gefordert, dass halt, oder hat sogar durchgesetzt, dass Windräder einen gewissen Abstand brauchen, ja, zu Wohnraum. Und das wurde da auf Deutschland übertragen. Wo wären mögliche Plätze in Deutschland? Die wären quasi fast gar nicht, ja, vorhanden so. Und für Kohlekraftwerke gilt sowas halt nicht. Also das sind halt ganz andere Bestimmungen. Das finde ich halt wieder so doppelmoralisch. Aber das ist doch, guck doch mal, das ist doch schön. Du guckst in die Ferne, in den Horizont, siehst einen schönen Berg, siehst ein paar schöne Palmen, siehst ein Kernkraftwerk, siehst ein Kohlekraftwerk. Das sind doch schöne Sachen. Also aber Windrad, wenn da so ein Windrad steht. Uiuiui, die armen Vögel, die auch da alle sterben. Das erinnert mich dann an kleine Kinder, die so rumlaufen mit ihren Handwindrädern. Da kotze ich. Ich hasse Kinder. Geht mir auch so. Deswegen finde ich das schon vernünftig. So. Überhaupt grüne Energie hasse ich. Ja. Wenn Dinge ja erneuerbar sind. So sinnlos. Ja. Dann muss ein ewiger Kreislauf, ist der nie fertig. Erneuerbar, Alter, immer wieder von vorne, ey. Ich will neue Dinge, nicht eher neue Dinge. Was ähnliches gab es von Friedrich Merz, der wurde angesprochen darauf, Reichsbürgergruppen und so weiter. Es ging darum, die AfD zu verbieten und Reichsbürgergruppierung, wo er gesagt hat, er tut sich mit Verboten ganz, ganz schwer und das sollte man nicht machen. Mhm. Und da gab es noch ein zweites Interview, wo es um Klimaaktivisten ging, die müsste man verbieten und einsperren und so. Innerhalb von wenigen Tagen, wo man sich denkt, du kannst die Meinung haben, dass Reichsbürger weniger gefährlich sind als Klimaaktivistinnen, aber zu behaupten, du bist gegen Verbote, weil aus moralischen Gründen, aber dann doch Verbote forderst, das ist halt eine Spur von Trippelmoral. Trippelmoral? Mindestens. Ist da James Bond schon involviert, Alter? Ja, oder Fußball-Trippelmoral, ja. Mhm. Wir müssen auch noch ein bisschen Popkultur reinbringen. Tino. Sehr gerne. Denn wir haben jetzt wirklich eine sehr politische Folge gemacht bisher. Das tut mir leid, Leute. Wir reden nicht jetzt, leid. Wir reden jetzt über diese langen Schlümpfe mal. Hast du Avatar gesehen? Den ersten Teil, ja. Hast du gesehen und fandst ihn gut? War der für dich bahnbrechend? Der war furchtbar langweilig. Okay. Wirklich. Hast du ihn damals in 3D gesehen? Oder wie? Nein, ich habe den im Jugendclub gesehen damals auf so einem großen Fernseher. Okay. Und ich dachte, ja, komm. Aber war auch so, lieber Schlümpfe gucken. Also wirklich. Ja, das geflügelte Wort war ja immer Pocahontas in Blau. Aber ich glaube, die Story wurde vielleicht auch ein bisschen mit Absicht so ein bisschen dünn gehalten. Aber, oder simpel. Sagen wir simpel, nicht dünn. Ja, ich fand die Bilder schon beeindruckend so, aber es hat mir von der Story her nicht viel gegeben. Das ist ja das Ding so, dass das damals wirklich wegweisend fürs Kino war. Wobei Wegweisen jetzt nicht unbedingt positiv ist, weil ab dem Punkt musste alles erstmal 3D sein. Mhm. Außer bei Jackass fand ich es richtig dumm. Also bei Jackass fand ich es gut, sonst fand ich das total unnötig so. Aber auch Avatar hat mich so ein bisschen geflasht. So rein technisch, wenn du das in 3D siehst, ist natürlich schon ganz geil. Und das ist 13 Jahre her. Mhm. Und jetzt kommt Teil 2 von 5 oder 7 Teilen insgesamt. Das und Teil 2 kommt jetzt, Teil 3 ist bereits abgedreht. Es ist der Wahnsinn. So schnell geht das? Krass. James Cameron ist da an seinem Lebenswerk. Der ist ja so ein kleines, ja, sein Fetisch, ne? Wasser. Als James Cameron in Berlin, als das Ding explodiert ist, der hätte unten masturbierend gestanden, Alter. Hat er wahrscheinlich auch. Ja, vielleicht war er das auch, ja, zur Premiere. Kurz mal wollte er irgendeinen Hai vergewaltigen und dann, huch, war ein Hammerhai. Ja, und ja, Teil 2 ist jetzt in den Kinos am Starten. Und es überschlagen sich die Kritiken und die sagen, das ist der schönste Film, den ich je gesehen habe. Die Story ist wieder dünn, der Film ist über 3 Stunden lang und ja, es ist nichts Besonderes in dem Sinne, aber es ist der schönste Film und man sieht so viel Detailverliebtheit. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin echt fast gewillt, mir den im Kino anzugucken, aber wahrscheinlich wird es teuer und überlänger und mal gucken, aber ist halt sehr digital. Im Prinzip ist es ein Animationsfilm. Aber ich hoffe, dass gerade der Aspekt von Detailverliebtheit, dass der so ein bisschen jetzt auch wieder die nächsten Jahre Kino bestimmt, weißt du? Dass es halt nicht so ist, okay, wir machen jetzt hier nach Formel, die sich bewährt hat, den 20. Drecks-Marvel-Film, der genau gleich ist, sondern wirklich so... Ja, mal Abwechslung. So ein bisschen Leidenschaft rein. Und wenn man das wirklich so spürt, wie die Leute alle sagen, dann ist das für mich auch okay, wenn der Film an sich nicht so pralle Story oder sonst was hat. Wenn er einfach schön ist und leidenschaftlich. Mal gucken. Ich bin auch gerade im Kino zu sehen, tatsächlich. Oha. Beziehungsweise meine Hände sind zu sehen. Es ist gerade der Film... Sind es die Hände, die James Camerons Schlong umschlingen? Der kommt nächstes Jahr raus. Okay. Der jetzt draußen ist, heißt irgendwas mit die Schule der zauberhaften Tierwesen oder so. Teil 2. Und
der Schauspieler Milan Peschke, wie der heißt, der war irgendwie, konnte an dem Tag nicht drehen. Da haben sie mich gefragt, ob ich ihn nicht dubeln könnte für eine Szene. Und ich habe echt nicht mehr gemacht, außer so irgendwie, ich hatte dann schmutzige Hände bekommen, wurde mir so alt geschminkt, weil ich ja noch relativ jugendliche Hände habe. Mhm. Und musste nur so Zaubertücher irgendwie so rumschwenken und dann ist er runter wie ein Tier erschienen und so. Das war vielleicht eine Stunde Dreh. Die Rolle Ort, deines so. Lebens. Rolle meines Lebens. Gab voll geile Gage, so, keine Frage. Der Oscar aber für die besten Hände. Ich werde wahrscheinlich nirgendwo erwähnt werden, aber es ist meine Hände zu sehen in einer Szene. Aber ist das legal? Die müssen dich doch irgendwie erwähnen, oder? Das wäre doch illegal sonst. Nee, ich glaube, so was Kleines, nicht immer. Es gab schon Projekte, gut, wo ich mehr gemacht habe und nicht erwähnt wurde. Wahrscheinlich alle Komparsen in Hollywood-Filmen werden auch nicht namentlich erwähnt, aber... Wahrscheinlich. Ich werde mal drauf achten, wenn ich gehe vielleicht mal rein, mal gucken, aber das war... Auch vor Ort am Set, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber... Die Gichtpfoten von dem Hauptdarsteller, ja, Tino Randramscher. Der ist ja relativ alt, also vergleichsweise alt, der Schauspieler, ne? Und hat halt so ein bisschen schrumpeligere Hände, faltigere Hände als ich so. Und dann haben die mich halt eingeladen und ich war dann so im, wie heißt das, Make-up-Bereich irgendwie, eine Maske, genau, und zeig meine Hände und die regen sich fast auf. Wir hatten den jetzt hierher bestellt, der hatte voll die jungen Hände, sowas Dummes, sowas Blödes und so. Witzig. Da habe ich echt eine Stunde in der Maske gesessen, die haben sie mir die schmutzig gemacht und so Äderchen dran gemacht und so, dass es halt alt aussah. Das folgt immer noch wie halt junge Hände, also richtig. Meinst also im Kino, gelaufen. Im Kino sind die Sachen fake oder was? Manchmal. Ich fall hier gerade vom Glauben ab, das ist enttäuschend jetzt. Manchmal, aber geht in den Film rein, guckt mal auf irgendeine Szene, wo Milan Peschke, wie der heißt, im Klassenraum steht und so mit so Tücher rumschwenkt. Es könnten meine Hände sein. Schön. Ja, kurze kleine der Story. Der beste Teil des Films, weiß ich jetzt schon. Ja. Hast du denn noch einen Serienmörder? Ach, Serie habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber Willow werde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Mhm. Willow habe ich da neulich vom Film erzählt? Nee. Weiß ich nicht. Ein Kindheitsfilm von mir ist so Herr der Ringe in Scheiße, aber halt in Charmant-Scheiße aus den 80s. Und da gibt es jetzt eine Serie zu, habe ich aber noch nicht gesehen, aber um hier mal Serienmörder zu erwähnen. Ja, Willow. Um was geht's bei Willow? Da geht's um einen Menschen, der Will heißt. Mhm. Und Will. Und dann fällt er hin und sagt, oh. Willow, genau. Ja. Punkt. Nee. Schade. Das ist ein sehr inklusiver Schade. Film. Weißt du warum? Was spielen da für Leute mit? Schwarze. Auch und? Schwule. Auch und? Transsexuelle. Bestimmt. Und? Kinder. Manneskinder. Wenn du jetzt auch noch Frauen sagst, dann drehe ich völlig durch. Es sind tatsächlich... How isn't that not funny? It's a adult human in a tiny little body. Das war gerade ein Zitat von John Lajoie. Und zwar, es geht um... Ich glaube, Midgets ist nicht der korrekte Ausdruck, aber es geht um kleine Menschen, Halbwüchsige. Ah. Denn Willow ist ein solcher. Und es ist der Original Willow von damals. Warwick Davis, der quasi der wichtigste halbgroße Mann nach, Tyrion vielleicht ist noch größer mittlerweile. Aber der ist nicht, alles nicht größer geworden. Nee, nicht größer geworden, aber du weißt, was ich meine. Warwick Davis hat auch den kleinen Zauberer gespielt bei Harry Potter und so. Der hat die alle. Der hat bestimmt auch in irgendwo... ich glaube in... In R2-D2 war ein anderer, ein richtig kleiner war da drin. Ja, bei Harry Potter war es ja auch irgendwie, dass der irgendwie 7 Rollen hatte. Ja, und deswegen werde ich die Serie mir mal angucken, auch wenn David gesagt hat, ab der 3., 4. Folge geht's bergab. Das ist mir egal. Meine Kindheit ist Willow. Der hast doch Filme, David. Das stimmt. So, was ich noch sagen kann, um hier noch ein kleines bisschen Amerika reinzubringen, es gab einen kleinen Skandal, dass einer vom Supreme Court, ja vom obersten Gerichtshof, warte, ich mache wieder ein Deutschland-Beispiel. Stell dir vor, deutscher oberster Gerichtshof wäre noch ein bisschen mächtiger, als er eh schon ist und dann einer von diesen Leuten trifft sich mit Höcke, Gauland und Attila auf eine fette Party. Ja. Wäre komisch, oder? Hm. So, das ist in Amerika passiert. Ja. Okay, das gut. Ist nicht verwunderlich, dass das passiert. Nee. Viraler Hitler, habe ich vergessen zu erwähnen, würde ich an Elon verteilen, weil der hatte irgendwie 3-4 große Sachen diese Woche, hat er sich mal verdient. Ja, hat er auch. Okay. Dass er noch reicher wird. Ja. Serien schaue ich gerade, also ich schaue immer noch Shameless tatsächlich, Staffel 8, aber sonst bin ich gerade auch nicht so im Cook-Fieber. Ich benutze meine Augen gerade nicht so gerne. Nee, ich ist wirklich langweilig irgendwie. Habe ich gerade zu einen halben Tag, ja, ehrlich gesagt. Ich konzentriere mich gerade mehr aufs Hören so. Auch riechen sehr viel. Na, ich nicht, aber. Nicht so, aber ich rieche gerade viel. Ja, ansonsten bin ich durch mit meinem wichtigsten Zeug.
Dann können wir noch einen Song bestimmen für die Brennholz-Untermusik. Das stimmt, ich wollte gerade schon abottern, aber stattdessen muss ich ja noch einen Song sagen. Ja. Ja, was nimmst du denn, Tino? Ich habe eine Band wieder entdeckt. Mhm. Die Onkels? Kennst du Chips noch? Ja, oh, habe ich früher so gern gegessen. Nee, noch nie gehört. Die Band Chips, oh, die sind echt cool. Chips? Die hatten so Chips in Black und so. Okay. Run, oh, oh, One Nights, Arabian nee. Nights. Und so, und die haben gerade so einen TikTok-Trend irgendwie mit ihrem Song. Und hat Mio abgespielt. Ich dachte, die Band kennst du irgendwo her? Ja, die heißen Chips. Spotify aufgemacht und dann gleich drei Songs, die ich früher kenne, in meine Playlist reingemacht. Und einen tue ich noch für euch in eure Gehörgänge. Ja, Gehörgang. Und zwar nehme ich Chips in Black. Das war quasi ihre Debütsingle. Mhm. Und das war halt so eine... Ist das über Blackfacing am Reden, oder? Nee, das war so eine niederländische Kinderband, kann man, also so eine Band für Kinder wie Bunneroo oder sowas, nur aus den Niederlanden. Und habe halt so Songs gemacht, wo sie Verbrecher jagen und so. Und da ging es um Aliens und die reisen durch die Zeit. Und die sind echt mega populär gewesen und wurden irgendwann vom Management getrennt. So, und wir beenden das Projekt, obwohl die noch Bock drauf hatten. Und die haben jetzt ein Comeback gemacht, so mit so, wo sie den Song nochmal tanzen, diesen Arabian Nights Song. Die sind so alt geworden, aber ich habe mich voll gefreut, die zu sehen. Und für euch Chips in Black, Who You Gonna Call von Chips. Wholesome. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob die Schlümpfe sich auf Spotify befinden. Das wäre der Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Tun sie das, ja? Das tun sie. Dann möchte ich bitte keine Schule von den Schlümpfen, wenn es das denn gibt. Denn dann haben wir beide so ein damals, oh, das kenne ich doch. Und die Schlümpfe ist ja meine Kindheit. Schlümpfe, Schule, muss ich sagen, gibt's nicht. Ja, dann müssen wir wohl was anderes nehmen. Wir Schlümpfen, ein Schlümpfentag, Schlümpfenbeat. Ja, das sind natürlich alles keine... ein tollpatschiger Hit. Hey, in der Schule, aber hier... Das ist schon mal das richtige Album. Hey in der Schule. Pass auf, das nehmen wir. Hey in der Schule bin ich der Supercoole. Das ist, glaube ich, ein Cover von Tic-Tac-Toe. Und die hatten neulich hier so ein... da hat sich diese skandalträchtige Pressekonferenz ge-25-Jubiläum jährt. Stimmt. Wenn wir Freundin wären, würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht erzählen. Genau. Und da habe ich nämlich mal ein paar Hintergründe zugelesen, dass da eigentlich alles Abgefucktes passiert ist, wie diese Leute mit Psychoterror drangsaliert wurden. Und dann ist es eigentlich ein Wunder, dass diese Konferenz nicht noch unentspannter ausgegangen ist. Weil die haben eigentlich für damals schon relativ... das muss doch dein Ding sein, so feministische ja, und Dingstext ja, und so. Ja, das war mal andersrum. Irgendwie, sie halt über Männer gesungen haben und weil auch drei schwarze Frauen und ja. So, die auch das N-Wort benutzt haben in ihren Songs und das so. Das war das Beste. Und die hatten auch den gleichen Produzenten wie Falco. Also wenn man mal das erste Tic-Tac-Toe-Album hört und das letzte Falco-Album, Out of the Dark, hörst du halt so dieselben Instrumentals oder dieselben, wie heißt das? So dieselben Instrumente einfach und Effekte. Schlagzeug zum Beispiel. Ja, dieselben Trumps, also hörst du zum Beispiel dieselben Trump-Melodie. Ach, du meinst, wie wenn man hört bei jedem Metallica-Song, dass die auf so einer komischen Blech-Mülleimertonne rumkloppen. Ja, manchmal ohne Spaß, wenn du darauf achtest, hörst du manchmal auch dieselben Produzenten raus von irgendwelchen Pop-Songs von verschiedenen Künstlern, die singen. Tino, du musst jetzt hier nicht so. Mit deinem absoluten Gehör flexen, weißt du? Nee, aber jedenfalls hört man das ein bisschen dieselben Gitarren raus, dieselben Trump-Kits und so, ist schon spannend zu hören. In der im Militär, da tragen die Leute, die Musik machen, Gitarrenfarben. Okay, besser wird's nicht. Was geben wir der Woche? Ach stimmt, müssen wir auch noch machen. Herr Rodes hat gesagt, für ihn ist es mindestens eine 8,5. Warum? Durch den Knall in Berlin oder was? Unter anderem, ja. Ich würde sagen, 8,5 wäre für mich okay. Für Herr Rodes, um ihn zu huldigen, wäre okay, weil dieses Trump-Ding ist einfach fucking hilarious. Dass ja. Das wirklich, also es wirkt wie eine Parodie, aber es ist fucking serious, ernst gemeint. Elon Musk hat sich irgendwie 28 Schnitzer geleistet diese Woche. Dann wurde, das haben wir gar nicht erwähnt, wir wollen die Leute nicht runterziehen, irgendeine Kinderfolterkammer wurde in Kherson noch entdeckt, in so einer ukrainischen Stadt, Alter. Wollen wir gar nicht drüber sprechen. Kinder, wuhu, foltern. Kinder wurden gefoltert von ukrainischen Leuten oder von russischen Soldaten? Glaube ich. Oh. Die wurde jetzt wieder befreit und dann wurde der Kinderfolter. Lasst uns nicht drüber reden. Alle Kinder, Jules, Kinder hopsen fröhlich über eine Wiese, ja. Alles ist supi. Kein zweiter Aufwasch machen und dass ja. Du hier anfangen musst zu weinen. Und Russland, da ist auch schon wieder, was ist denn da, Peru implodiert gerade, ja, Dinge passieren. Das weiß ich nicht. Dinge passieren, Tino. Das ist 8,5. Gut, das ist gut, weil dann wir im Podcast was zum Berichten haben. Ja. 8,5 gehe ich gerne mit, hört bei Brennholz gerne die Schlümpfe und Chips. Ja. Heute gibt es ein bisschen, ja, die kinderangelehnte Ausgabe.
Oh, warte. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Vielleicht ist das WM-Finale jetzt rum. Da können wir doch hier live aus dem Schützengraben berichten. WM-Stand. Wer hat denn gespielt eigentlich? Ich weiß es nicht. Na, Argentinien gegen Frankreich. Ah. Und es war ganz spannend, weil erst hat Argentinien 2-0 geführt und dann hat Mbappé, ja, Argentinien hat ja Messi, der ist uralt schon für einen Fußballer, aber der ist super krass, ja, aber Mbappé ist schon letzter WM, da war der so ein krasser neuer Newcomer, ne, so ein krasser Typ, Alter, kommt hier einfach ran und hat jetzt hier im Finale einfach 2 Tore innerhalb von einer Minute gemacht, ist insane, hat ausgeglichen, 2-2, dann ging es in die Nachspielzeit, es ist der Wahnsinn und jetzt steht's gerade, Alter, 3-3. Ich glaube, es läuft immer noch. Läuft das immer noch? Ich glaube, ist das jetzt schon entschieden? Ich weiß es nicht genau. Also 3-3 ging es dann scheinbar aus. Für immer verewigt. Weltmeister. Okay, also Argentinien hat gewonnen. Messi hat es geschafft. Ganz toll. Messi hält es. Ach, Elfmeter. Hier, 4-2. Ja, genau, da steht es ganz klein. Im Elfmeter wurde es entschieden. Das muss ich sagen. Bei allem Hate gegen und eigentlich Desinteresse gegen Fußball. Ich klinge gerade so gehypt, aber eigentlich ist mir egal. Mein Bruder hat es wahrscheinlich geguckt, ja. Aber eigentlich ist mir egal. Aber ich finde ja krass, wie viele WMs dann doch in die Nachspielzeit oder beim Elfmeterschießen sogar entschieden werden. Ist das so? Finde ich krass. Ist das so? Ich glaube schon. Cool. Ja. Du weißt doch damals, als hier unser Schweinsteiger so geblutet hat. Keine Ahnung. Nachspielzeit, richtig. Da fliegen, das waren noch echte Männer damals. Habe ich nicht gesehen. Gut. Als noch so echte Männer habe ich auch noch nie gesehen. Als sie noch so Fukuhila hatten und Schnauzbart so. Ja. Das waren echte Männer. Das stimmt. Und als sie noch so ein Feuerball-Junge gesagt haben. So Leute, ich räume jetzt hier schon mal das Mikrofon weg. Ich höre nämlich die Musik schon. Beckenbauer und so und Kahn und Ballack. Die echten Männer. Ja. Tschüss.